Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2. Ich bin hier als Burg drin, weil mein Kollege bereits Fiesta genommen hat. Ja, ich könnte als Sakura-Blume starten. Das machen wir auch. Schick mal das schnell rein, mal gucken. Also keine Ahnung, ob die letzte Aufnahme funktioniert hat. OBS macht gerade Probleme. Wenn ich Aufnahme beenden drücke, dann beendet es einfach nicht. Habe ich jetzt öfter schon das Problem gehabt. Und es ist unglaublich nervig. Wenn jemand weiß, wie man das lösen kann, schreibt es in die Kommentare. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das aufheben kann. Es gibt kein Update oder so. Und dann ist jedes Mal die Aufnahme verloren, weil er die nicht beenden kann. Und da habe ich keine Lust drauf. Naja. Starten wir hier also in die nächste Runde. Drüben ist ein Metzger. Ja, hier wird erstmal nicht viel passieren. Sakura-Blumenstart kennt er ja. Ist wie beim Pyro. Da ist nicht viel los. Oh, da hat man wahrscheinlich einen Robo schicken wollen auf die 3. Oh, das sieht gut aus. Deswegen heben wir uns mal 50 Gold auf, um dann so einen Schleim platzieren zu können. Ich denke mal, er wird noch was anderes reinstellen aus den Metzger. Deswegen schicke ich eine Echse rein. Wir können jetzt hier ganz entspannt hier den Schleim platzieren. Wir können drüben doch mal so einen Setzling bauen. Das wird auch nur mal sicher gehen mit dem Robo. Er wird nicht rauskommen. Er hat zwei Turtles geschickt. Könnte hart werden. Ich habe es gewusst, dass da eine Wurzelqualle kommt. Boah, er ist natürlich die ganze Zeit in Europa angegriffen. Ah, schade. Ja, ich bin mit meiner Echse durchgekommen. Sakura Blume leider tot. Aber das konnte ich jetzt nicht verhindern. Schade. Mach's einfach ganz einfach und werte den auf. Holen wir dann zwei Worker nächste Runde rein. Ja. Sollte reichen. Dann 100%ig Beförderung. Kehrt Oberbild. Nee, oder nicht? Hätte ich jetzt denken können bei den drei Harpien. Da komme ich aber mit dem Robo wenigstens durch. Hier muss ich blocken. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass er Fiesta spielt. Er will verkacken und dann muss ich covern.
aber gar kein Problem. Dann hier mal ein Upgrade reinsetzen, da ein Upgrade reinsetzen. Goldenen Beschützer. Noch ein Setzling hin. Erstmal ein paar King-Upgrades machen. Aber nächste Wave schicken. Auf 6. Ich glaube nicht, dass er bis zur 7 wartet. Ich glaube, er will auf 6 schicken. Hat es noch einen Albtraum mit drin? Das ist sehr gut für uns. Fiesta regelt das. Extra rein. Bauen wir noch von Linias ein bisschen was hin. Mit ihrer mit der leichten Verteidigung sind die ganz gut gegen die. Theoretisch sind die goldenen Schützer perfekt mit ihrer Verteidigung, aber da habe ich noch ein bisschen was mit dabei. Okay, hat nicht gereicht. Oh, Alter. Drei Robos und eine Echse. Das wird interessant. Das sieht ganz gut aus für mich. Locker gehalten. Können wir 3 Blocker holen. Sehr gut. Hat einen Healer. Macht ganz viel mit Setzlingen. Schick eine Echse rein und dann noch eine. Ich muss ja gar nicht so viel bauen. Habe ich alles schon gemacht. 10 Worker sind schon am Start. Welle 7, das ist sehr gut. Wir können einfach noch einen reinmachen für die nächste Wave. Dass wir nach dem ersten Kill sofort den nächsten Worker noch kriegen. Weil das Geld benutze ich jetzt nicht. Die Wurzelqualle heilt sich zu hoch durch den Metzger. Da komme ich nicht durch. Okay, da wird er durchkommen. Ich versuche das zu blocken mit meinen. Warum ist der so rot? Jetzt nicht mehr. Mit meiner Sakura-Blume. Das Kleinkram. Sollte klappen. Ich vermute mal, dass jetzt ein Angriff bevorsteht. Können wir hier noch so einen Stein platzieren in den Split? Echse mit rein. Aber ich glaube fast, dass ich nicht durchkomme. Weil der Metzger-Buff ist zu gut. Oh, Sakura-Blume in Gefahr. Mit den Fernkämpfern. Ja.
Hat's nur noch von einer angegriffen, aber ist gleich vorbei. Drei Worker für mich. Noch mehr Worker? Ja, wieso eigentlich nicht? Ich hab genug. Hört mal ein bisschen den King auf. Geh vielleicht auf die 11. Auf der 11 wäre es nicht schlecht. Und Resend mit 100. Das sieht nicht gut aus. Aber auch ganz schön durchgelassen. Ein Ogre gekriegt, holy shit. Jetzt kommt die Boss Wave. Albtraum, der ist super stark. Da können wir ein bisschen was rausholen. Und Blut reinschicken. Bei denen gibt es auch ordentlich auf die Fresse. Zumindest der, auf den mein Mate schickt. Bei mir weiß ich es nicht so richtig. Wir haben ein Tor gebaut. Sehr gut. Oh, schaff's nicht. Gewährt. Ich nehme das Einkommen. Er hat jetzt das Seelentor, ne? Sieht schon schwieriger aus für mich. Auch wieder 200 geschickt. Blume wird down gehen. Bei den Fernkampf-Raves ist es immer ein bisschen schwieriger. Orchidee ist down. Das ist gar nicht so leicht. Du musst jetzt anfangen, mich zu covern, so langsam. Das wäre mal wichtig. Ich werde jetzt nichts schicken. Ich werde auf 13 schicken wahrscheinlich. Hm.
Mit einer Hexe. Das schickt aber auch einfach jede Runde sinnlos rein. Hexe kann ich einiges reißen. Wird wahrscheinlich schon eine Hexe rauskriegen. Können zwei bauen. Das kriegt man hin. Zwei Hexen sind gut. Er hat drei Tore. Hier wollen wir noch so ein kleines Setzling hinstellen. Doppelhexe. Ich werde jetzt auch wieder auf die Fresse kriegen wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Okay. Ein Haufen kleine Scheiße. Die Hexen waren gut, aber es hat nicht gereicht. Frontline war zu stark. Jetzt müssen wir aufbauen. Mehr Verteidigung. Gerade hier. Im Split unheimlich wichtig. Hier drüben machen wir auch noch ein bisschen was hin. Hat der den King gar nicht verbessert. Aber es war auch bis jetzt nicht so wirklich nötig. Weil die halten echt gut. Stichler, Voreis, Hobo und Hermit und Mol. Ich habe zumindest die ganze Wave weggekriegt. Aber das sieht schon böse aus. Das könnte es gewesen sein. Ja. Defeat. So ist das halt, wenn man jede Runde sendet. Da kackt man ganz schön rein. Ich habe übelst viel gecovert. Er hätte dann einfach viel mehr bauen müssen. Hat aber nicht. Waren viel schwächer und haben trotzdem gewonnen. Da war das Teamwork einfach nicht da. Naja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.